Ach du Schreck, wie habe ich den nochmal gesprochen? Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen in meiner Taverne. Was sehen meine magischen Augen? Neue Gesichter, neue Bekanntschaften. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ne, oder? Ein schnackendes Skelett. Sowas wie dich habe ich ja schon eine Weile nicht mehr gesehen. Zu groß. Wo sind nur meine Mannlich? Schon wieder die Fluchtung zu unterlassen. Scully ist mein Name. Und höflicher ist es noch, du kannst mich Mina nennen. Mina Scully. Und das da drüben ist meine gute Freundin Jade. Oh, eine weitere Magie. Mit etwas mehr Haut, wie ich sehe. Oh, wenn das kein sonderlich großer Verdienst ist, schätze ich. Es freut mich sehr, eure Bekanntschaft zu machen, Una und Jade. Jade, das ist ein wunderschöner Anhänger. Scully, solltest du nicht nach einem Edelstein benannt sein? Soweit ich weiß, hängen die Nachnamen der Marida mit ihren Knochen zusammen, oder? Das ist korrekt. Doch ich entsinne mich des Materials nicht, aus dem meine armen Knochen gemacht sind. Tot zu sein hat einige Lücken in meinem Gedächtnis gefressen. Zeig mal her. Sieht nach Alabaster aus. Aber schwer zu sagen mit tiefergehender Analyse. Alabaster? Das klingt flott. Wie ein alter Name? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, aber es öffnet einige interessante Türen. Ich danke euch, Jade. Oder bleiben wir doch bei Scully, bis wir genaueres wissen. Ich denke, ich sollte jetzt gehen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Was du nicht sagst. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Aber wäre doch bannig unhöflich von uns, diesen Gentleman hier allein zu lassen. Für uns sollte wohl wer noch etwas länger bleiben. Ist doch ziemlich cool, dass ihr beide Knochen aufs Edelstein habt, oder? Wohl gesprochen. Ich habe keinen anderen Maida selbst hergetroffen. Seit ich aufgewacht bin. Also etwa 2 Wochen oder 2 Jahrhunderte. Na seht ihr und versteht euch ja jetzt schon blendend. Wäre ja Schande, wenn ihr jetzt Freunde würdet. Was? Tückel! Das war schnell. Ausgesprochen. Eine Frau in ihrem Alter weiß wohl, was sie will. Oh, ein Zauberer, ein Magier. Einen magisch-mystischen Morgen. Hex, die Sonne ist vor einer Stunde untergegangen. Das stimmt wohl, aber irgendwo ist es immer morgen. Korrekt. Heute bin ich nicht hier, um mit dir über primordiale Logik zu diskutieren. Heute feiern wir meine Schwester. Oh. Oha. Ein neues Gesicht.
zum Gruß miteinander hereinspaziert. So, Freund, mein Name ist Skull. Jade. Ihr könnt mich Hex nennen. Und das ist meine kleine Schwester Grace. Ja, sie ist großartig, ich weiß. Aber wir sind hier, um zu feiern, nicht um mich durch den Kakao zu ziehen. Obwohl ich mag Kakao. Die Sauerei machst du dann aber weg, Hexerin. Na gut, dann trinke ich vielleicht nur welchen. Meine alten Knochen brennen auf einer guten Feier. Ich habe seit einer gefühlten Ewigkeit keinen mehr besucht. Was ist da freudig anders? Eine wundervolle, talentierte Schwester, die hat heute ihre Doktorarbeit verteidigt. Ab heute darf sie sich mit Fug und Recht eine selenistische Hexe nennen. So eine Großsache ist das jetzt auch wieder nicht. Im Gegenteil, es ist eine verdammt große Sache. Glückwunsch. Die muss ich beipflichten. Eine hervorragende Leistung. In der Tat. Das ist nett von euch. Danke. Ich stimme zu. Du kannst stolz auf dich sein. Darf es ein Drink zur Feier des Tages sein, auf Kosten des Hauses, versteht sich? Hex hat mir schon von dir erzählt. Er sagte, du seist ein Connoisseur magischer Natur. Ich würde gern eine deine Kerzen probieren. Aber ich weiß nicht, was ich will. Was würdest du mir denn empfehlen? Wie wäre es mit etwas für deine Geistesschärfe? Dein Verstand ist sicher total müde nach deiner Thesisverteidigung. Das klingt wundervoll. Mein Verstand könnte wirklich etwas Erholung gebrauchen. Kommt sofort. So, was haben wir hier? Intelligenz. Haben wir hier ein bisschen Infusion mit Melken beimixen? Und Zitrin. Was bringt denn der? Nix bei Jürgen. Blitzsalbe können wir mitbringen. Beibringen. Inspiration. Ja, das ist genau richtig. Können wir hier mal das Rezept wählen? Oha. Das wird hier mal voller. Lese ich, glaube ich, am Ende nochmal durch. Oder zwischendurch irgendwann. So, hier hätten wir einmal den Spornova Seltos und Pina Colada. Und ich wäre für den hier. Obwohl. Ja, wir müssen noch ein bisschen schauen, ob es geht. Da brauchen wir noch einmal Violett. Wir müssen aber dafür. Ich mache mal erstmal die Charisma. Da brauchen wir zweimal. Mal schauen, ob das aufgeht. Ja, Alpina Colada. Ich muss das gar nicht ausgleichen, dieses Schild. Interessant. Eine gute Streicheinheit. Immer sehr schön. Alpina Colada mit Inspiration. Das ist köstlich. Siehst du, ich sag's doch, sie versteht ihr Handwerk. Sag mal,
Hast du zufällig einen Doktor in Mixologie? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Aber ich habe viel Erfahrung und dadurch viel gelernt. Das merkt man. Deine Drinks sind wirklich fabelhaft. Ich könnte jetzt gleich noch eine weitere Arbeit verteidigen. Möchte noch jemand einen Drink? Später vielleicht. Ich habe noch genügend Energie vom letzten Drink. Scanny, Hex, was mit euch? Passt schon. Um mich geht's heute nicht. Meine alten Knochen können eine kleine Erfrischung tragen, wenn ich ehrlich sein soll. Vielleicht etwas mit, das meinen alten Charme zurückbringt. Wie du wünschst. Charisma, denke ich mal. Was sonst? Ein Charisma, denke ich mal. Den hier. Es muss 3 Charisma sein. Da waren nicht mehrere Möglichkeiten. Warum eigentlich nicht? Mit noch ein bisschen Inspiration. Vielleicht können wir hier mal den Stream mal nicht nutzen. Okay, das ist plus. Oha, das wird interessant. Wo ist denn die Infusion eigentlich? Zitrin, ach hier. Zitrin, der bringt gesegnet. Oha. Ein Segnungsstein. Das kann er gebrauchen. Stärke und Schild, das fällt schon mal weg. Stärke und Schild, das wäre natürlich hier ein Herzenssprecher. Ich glaube, der ist dafür geeignet. Dann haben wir hier schon mal Boni. Aber wir müssen hier ordentlich bei Klares mal reinhauen. Okay, ein gelber Drink mit gelbem. Das ist eigentlich nur Charisma drin. Interessant. Wir müssen ja alle Injektionen mal versuchen. Bitte sehr, ein Getränk für den charmanten Gentleman. Oh. Was für ein herrliches Aroma. Es wärmt meine Knochen tief durch. Nun muss ich mir Sorgen machen. Vielleicht ist das so was für Untote. Nun, in der Theopraxis könnte ein magischer Drink durchaus Knochen erwärmen. Man müsste nur... Du und deine wilden Träumereien, Hex. Vielleicht solltest du zur Abwechslung deine Experimente mal einmal jemanden und dem einen richtigen Labor überlassen. Oh, all diese Gespräche über Abschlüsse und Studien lassen so viel alte Erinnerungen aufleben. Ich war früher jedenfalls gelehrt, müsst ihr wissen. Ich habe mein Leben als Archivar verbracht, in Gaias immer blühenden Archiven, um genau zu sein. Wait a second. Wir wollten doch für Paladin-Klerik wollten wir doch jemanden finden, der Archivar in den Immergrünen, wollten wir noch ein Archiv im Immergrünen Dingens. Das wird noch hier, ja. Bevor ich nun angeblich für immer in Schlafen bin. Ich habe viel über die alten Archivare gelesen, aber ich hatte nie die Gelegenheit, mit einem von ihnen zu sprechen. Natürlich nicht, die sind schließlich alle tot. Alle? Ja, die Archivare sind für Ewigkeit zerstört worden. Heutzutage sind sie eher Legenden. Oh,
Das ist bedauernswert. All das Wissen, das verloren gegangen sein muss. Scheint so, ja. Wenn ich nichts dagegen hätte, würde ich liebend gerne mehr über die Archive hören, Scully. Vielleicht können wir ein wenig von deinem Wissen wiedergewinnen. Es wäre mir ein Vergnügen, doch leider erinnere ich mich nur an Fragmente, an meine Arbeit. All die Jahre begraben und ohne Licht scheinen mein Gedächtnis angegriffen zu haben. Und dass ich lebendig war, ist lange her. Ich bin mir nicht einmal sicher, wo die Archive heutzutage aufzufinden wären. Oder besser gesagt, das, was von ihnen übrig ist. Erinnerst du dich an die Umgebung, in der die Archive standen? Das könnte helfen. Ein wenig schon, denke ich. Ich könnte sogar in der Nähe erwacht sein. Meine früheren Erinnerungen an das Dasein sind etwas verschlummert. Zu meiner Zeit waren die Archive tief unter der Erde verborgen. Darias Segen kollidiert sie mit den Gefahren einer leblosen Gebirgskette. Umgeben von Geröll und Gestein, schärfer als Zähne und Klauen. Und selbst wenn man die Berge bezwungen hätte, wäre man entweder in den vertrockneten Steppen oder am Giftsee gelandet. Das Gift in diesem See konnte ein das Fleisch mit den Knochen brennen. Ich kannte jemanden, der in den See gefallen ist. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Das klingt nicht gerade nach dem Ort für wichtige Archive. Was ist mit ihr los? Da muss ich widersprechen. Das Wissen, das in den magianischen Archiven aufbewahrt wurde, umfasst angeblich alle Geheimnisse der Welt und andere Reiche. Natürlich muss man dieses Wissen angemessen beschützen. Es wäre doch eine Schande, wenn jemand... Ihr wisst schon. Ich glaube, ich kenne den Ort, von dem Scully spricht. Oh. Das klingt nach den Felsmänteln. Scharfe Felsen direkt neben einem giftigen See. Unwahrscheinlich, dass so etwas selber existiert. Jedenfalls in dieser Welt. Sonst hätte ich davon gehört. Gerücht für die Schütte tödlich dieses Versteck. Ich würde nicht empfehlen, diese Gegend aufzusuchen. Nach all diesen Jahren muss es dort ungemein staubig sein. Aber denk doch mal an das, was uns dort erwartet. Jahrtausende altes verschollenes Wissen. Das klingt überambitioniert, sogar für deine Verhältnisse. Na gut. So ein zartes Zauberlein wie du würde eh kein Tag in den Felsmänteln überleben. Ach, und du schon? Wer weiß. Aber ich muss los. Hab schon genug für einen Tag ausgeplaudert. Danke für deine widerwillige Hilfe. So. Eine allerliebste junge Dame. Sie war ein großartiger Archivar gewesen. Und eine ziemlich miese Petrige. Sie hatte bestimmt einfach einen langen Tag. Genau wie ich. Das glaube ich gern. Aber du kannst trotzdem stolz auf dich sein. Das ist schon mal eine Leistung. Du machst auf mich den Eindruck, als würdest du deine Erfolge gerne herunterspielen. Aber ein Doktortitel ist etwas, worauf man gerne stolz sein darf.
So schwer war es nicht. Ich habe viel Zeit mit Recherche verbracht. Meine Thesisverteidigung war eine reine Formalität. Was Galli und ich sagen, stimmt trotzdem. Und ich bin mir sicher, dass dein Bruder uns auch zustimmt. Absolut. Das ist sehr nett von dir. Danke. Lassen wir es für heute doch gut sein. Es ist schon spät. Grace. Eine hervorragende Idee. Ich hätte nicht weniger von einer Hexe erwartet. Okay, mach dir einen schönen Abend, Gastwirtin. Verstanden? Theopraktisch ist das geplant. Jetzt wird erstmal Quest gemacht. Wir sollen hier die Quest für die Klerik Paladin machen. Die Archive. Die sagenhaften, immer blühenden Archive sind tief in den Felsmitteln verborgen. In der liebenswerten Gebirgskette. Tief in den Felsmänteln liegt ein großer Schatz und fürchterliche bleiche Schleicher. Würde man sie ja angeblich niedlich finden. Und hier, die Archive der Maida waren derzeit ein Hort des Wissens. Die immer blühenden Archive können Antworten beinhalten, für die Welt noch nicht bereit ist. Das Archiv der träumenden Bücher. Die immer blühenden Archive der Maidan sollen ein Hort unendlichen Wissens sein. Ihre Ruhen liegen tief verborgen in den Felsmänteln einer gefährlichen und leblosen Gebirgskette, die selbst von den geliebtesten Abenteuern vermieden wird. Und als wäre das noch nicht genug, sollen dort auch die albtraumhaften bleichen Schleicher ihr Unwesen treiben. Hoffen wir, dass sie die verlassenen Archive nicht allzu gemütlich finden. Umgib. Und ein weiterer Tag geht zu Ende. Gute Nacht. Immer noch 8:2, Sternlichtsonate. Nicht, dass ich es eilig hätte, dass damit fertig zu werden, aber. Nummer 11. Streit im Paradies. 9. Astralmond. Oha. Die schon wieder. Da trinke ich noch einen Schluck. Nie wieder genauso viel reden. Guten Morgen. Guten Morgen, Clay. Hast du gut geschlafen? Ich habe geschlafen. Ich habe viel von dem Wal geträumt. Ich höre sein Lied immer noch. Das klingt nicht sehr erholsam. Das war es auch nicht. Bei mir zu Hause schreiben wir Lieder für unsere Toten, die ihnen helfen, den Weg nach Tuat zu finden, wie musikalische Fackeln. Vielleicht musste der Wal, dass ich ein Lied brauchte, um ihn angemessen zu betrauen. Wovon hast du geträumt, Tier? Den Stern. Das muss eine Botschaft von Lady Cassiopeia sein, die mich leiten soll. Vielleicht spenden sie dir so Trost? Ich benötige keinen Trost. Und doch hat sie ihn dir gespendet. Jedenfalls scheinst du die Zeit gehabt zu haben, die Quest vorzubereiten. Wundervoll. Fangen wir an. Immer langsam mit den jungen Pferden. Hast du etwas Zeit zum Brotbacken gefunden, Clay?
Habe ich. Ich habe mich für Kartoffelbrot entschieden. Ich habe dir einen ganzen Leib gebacken. Du kannst ihn mit deinen Gästen teilen. Ich habe deinen kleinen Pupunenfreund gegeben und ihm gesagt, er soll gut darauf aufpassen. Tja, das kriege ich nicht wieder. Danke, dass du meine Familie gefüttert hast, Clay. Gerne doch. Hat dir das Brot gestern geschmeckt? Sure. Ich glaube, das hatten wir beide nötig. Wir konnten nicht schlafen, also haben wir Brot gebacken und geredet. Ich gebe zu, es war eine angenehme Erholung. Worüber habt ihr gesprochen? Frettchen, hoffe ich. Nicht ganz. Vieles. Zum Beispiel, dass ich ihre Nichte gerne eine Puppe basteln würde, wie meine Oma es mir gezeigt hat. Mit Blumenkleidern und Streitäxten. Ich habe keine Geschwister oder so, aber Tia sagte, sie macht einige Stirnlampen für den Garten meiner Eltern. So. Er hat angeboten, für meine Familie zu kochen. Und ich kann diesen Gefallen nicht erwidern. Kochen spielt in meinem Schicksal keine Rolle. Aber wenn ich sie besuche, hielt ich ein Gastgeschenk für angemessen. Und wer hätte nicht gerne einige Sterne in seinem Garten, vor allem jetzt? Das klingt wundervoll. Ich frage mich, ob wir da mal rangehen können. Ach, das ist das Buch. Ich denke immer noch der Brief, den wir mal lesen müssen. Das klingt wundervoll. Hast du die Hochlande schon einmal besucht? Nein, bisher nicht. Aber ich wollte es schon lang. Unsere Baueilen Schneedrachenwettbewerbe sind ziemlich bekannt. Davon habe ich noch nie gehört. Oh. Aber sie klingen interessant. Als ich jung war, war meine Lieblingsgeschichten die der immer leuchtenden Flamme. Man erzählt sich, dass sie ein Geschenk Leviathans an die ersten Sterblichen waren. Gemeinsam mit der Macht, die Elemente zu kontrollieren, für seine Auserwählten. Ich erinnere mich vage an eine andere Version, laut der einer der Wächter die Flammen von ihm gestohlen hat. Blasphemische Gerüchte, mehr nicht. Wir sollten dankbar für das sein, was er uns geschenkt hat. Ich wollte die Flamme schon lange meiner Ehrerbietung erweisen. Und wie der Zufall so will, wird sie in einem Tempel in den Hochlanden verwahrt. Ein immerwährendes Leuchtfeuer der Hoffnung für Asteria. Und ich freue mich darauf, sie endlich zu sehen und noch dazu mit einem ortskundigen Begleiter. Noch ein Gerücht freigeschaltet. Jetzt hätten wir noch nicht genügend davon. Ich habe den Tempel auch noch nie besucht, aber ich bin einmal zum Herbstglanzfest in Darika gegangen. Von da an kann man die Tempel sehen. Das Herbstglanzfest, worum geht es da? Ich bin sicher, das kann er dir auch ein anderes Mal erzählen. Bitte, die Schwester. Du hast recht. Also, die Schwester? Natürlich. Ihr reist zusammen, schätze ich. Leider. Ich wollte alleine reisen, aber Clay hier bestand darauf, mitzukommen. Warum leider? Es ist gefährlich und er ist kein heiliger Krieger.
Ich will mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn er versucht, sich mit bleichen Schlächern anzufreunden. Das wäre eine ziemlich witzige Geschichte. Aber wenn du das wirklich alleine tun willst, könntest du einfach alleine gehen. Wer würde ihr denn dann frisches Brot backen? Genau. Macht Sinn. Und ich will unbedingt einen bleichen Schleicher treffen. Ich habe noch nie einen gesehen und ich will unbedingt wissen, was sie gerne fressen. Am liebsten dich. Bestimmt nur, wenn sie wirklich hungrig sind. Kannst du sie bitte wenigstens versuchen, die Sache ernst zu nehmen? Das tue ich. Heimische Kreaturen können äußerst hilfreich sein. Aber ich weiß, dass sie auch gefährlich sein können. Natürlich ist es wichtig, sich zu verteidigen und die Deckung nicht zu vernachlässigen, falls sie Angst haben und dich angreifen. Wenn man friedlich ist, wird man meistens mehr gemocht. Vielleicht kann ich sie mit etwas mehr Charisma damit überzeugen, uns zu helfen. Das könnte ich. Ich könnte euch auch ein paar Honigblumen anbieten. Die könnten selbst einen bleichen Schleicher inspirieren. Glaube ich jedenfalls. Ich habe noch nie wirklich einen gesehen oder das ausprobiert. Das könnten wir für dich tun. Und wir müssen damit rechnen, dass wir kämpfen werden. Ein Name wie bleiche Schleicher weckt nicht gerade Erwartung an einen freundlichen Empfang. Davon, dass in den immer blühenden Archiven noch weitere Muster hausen könnten, ganz zu schweigen. Wir müssen unsere Stärke auffrischen und hoffen, dass unsere von sterblichen geschmiedeten Waffen ausreichen, um sie zu verletzen. Wenn dir das so Sorgen macht, könnte ich dir etwas Zitrin anbieten. Die heiligen Kräfte, die in ihm schlummern, können Waffen einen gewissen Segen verleihen. Ich dachte, das sollten wir ihr nicht sagen. Mit ein wenig Hilfe durch die Drachen wird keine Kreatur auch wieder euch widerstehen können, egal wie bleich. Zitrin kann nur in tiefem, verbotenem Tal gefunden werden. Wie bist du daran gekommen? Ich glaube, das weißt du. Nein, tu ich nicht. Ich denke jedenfalls, dass beide Strategien Erfolg haben könnten. Mit Stärke und Zitrin werdet ihr jede Gefahr nur bezwingen können. Mit Verteidigung und Charisma verstärkt durch Honigblumen könnte dagegen eine eher unkonventionelle Lösung fordern. Kannst du uns helfen? Ich möchte mich nicht streiten. Natürlich. Ich habe bisher mal für den charismatischen Weg gemacht und noch jetzt eher dafür. Da würde ich eher die Inspiration nehmen. Honigblume. Ein Charismatisch Trink machen. Das muss einer mit 3 Schild und 1 oder 2 Charisma sein. Und dann will sich der hier anbieten. Nee, aber der hat nicht 3 Schild. Seiden? Nein. Nein, weiße Schokolade, das ist doch. 3 Schild. 1 Charisma. Die Eisschokolade ist doch genau das Richtige für den eisigen Riesen. So, hier haben wir schon, hier müssen wir noch ein bisschen davon. Ah,
Andrew wird aber heute nicht mehr gefüttert. Der hat schon ein ganzes nettes Brot. Und weiße Schokolade. Ich hoffe, das ist der richtige. Ja, drei Schild, zwei Karos, ein Charisma. Sieht richtig aus. Ich hoffe, das ist nicht die falsche Entscheidung. Ich würde wirklich gerne die Geschichten hören, wie ihr euch mit den bleichen Schleichern angefreundet habt. Oder zumindest wie ihre Zähne keine Chance gegen eure Rüstung hatten oder eure Muskeln. Und neuer Ansatz könnte sich ja nicht schaden. Genau, ich möchte nicht, dass wieder jemand unnötig stirbt. Also gut, ich vertraue deinem Urteil. Sehr gut, das solltest du. Danke für die Hilfe, aber wir sollten jetzt wohl gehen. In der Moment, warum so eilig? Gestern habe ich Fable auf dem Bauernmarkt getroffen und Skia hat mir dabei geholfen, die besten Kartoffeln zu finden. Und dann hat Xia mich zum Barbecue am 31. Castle Pie eingeladen. Also müssen wir rechtzeitig bis dahin zurück sein. Du kannst gerne früh gehen, wenn es dir zu lange dauert. Und was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Du bist auch eingeladen. Ich habe einen Auftrag. Aber du musst auch essen. Die Welt zu retten macht bestimmt hungrig. Und du könntest so Spaß an dem Barbecue haben, wer weiß. Ich werde darüber nachdenken. Also brechen wir auf. Los geht's. Kannst du Fable sagen, dass wir rechtzeitig zurück sein werden? Natürlich, ich werde Xia ausrichten, wenn Xia mein Gasthaus das nächste Mal wieder geehrt. Oh, Grace sollte auch Bescheid wissen. Ich glaube, sie bringt ihre gemütlichen Glücksnuggets mit. Ich sage ihr auch Bescheid. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Quest. Das wird es werden. Bis bald.